Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner My Time in Portia, Tag 22. Für alle, die nur die normalen Folgen verfolgt haben, gibt es einen Livestream, das ist die Folge 12. Das Ganze geht 2,5 Stunden circa. Dort haben wir die fehlenden 10 Tage, die jetzt dazwischen sind, gespielt und haben die Brücke auch endlich fertiggestellt. Also wenn ihr dort nichts verpassen wollt, gerne auch die Folge 12 nochmal anschauen. Das Ganze geht jetzt, nachdem ich diese Folge hier aufgenommen habe, auch in die Playlist. Das geht ja leider mit Livestreams im Voraus nicht. Und dann habt ihr dort auch nichts verpasst von dem, was wir hier getrieben haben. Unsere Aufgabe heute ist das DD zu Ende zu bauen. Dazu müssen wir aber als allererstes mal unsere Workbench mal größer machen. Also aufleveln. So, der Major Gale will mich sehen. Der hat eine Aufgabe für mich. Da gehen wir doch gerne hin. Gucken wir mal, was der Kamerad von uns will. Open Time 9 until 18. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal unsere Workbench aufpimpen. So, da ist es. Upgrade. Wieder mit einem kleinen Video wohl verbunden. Oh. Ah, jetzt können wir das Ding versetzen. Das ist sehr schön. Finde ich gut. Auf T wird das Ganze rotated. Ihr wisst schon, was ich meine. Also rotiert. Stellen wir die Workbench mal hier so mitten rein. So, jetzt gucken wir mal hier. Nächstes Level. Level 3. Neue Spitzhacken, Bomben, Hardbook Blank, Old Parts. Also da müssen wir eine Menge buddeln gehen und eine Menge Geld verdienen. Jetzt sind wir nämlich wieder pleite. Naja. So, jetzt ist halb. Wir können mal nochmal in die Commercial Guide gehen, gucken, ob wir nochmal eine Mission aufnehmen können. Kofferplatten. Nee, geht leider immer nur eine. Aber ich sehe gerade, Higgins hat wohl oder übel einen DD weggenommen. Also es war aber klar, dass wir nicht schaffen, alle 5 DDs zu bauen. Ich glaube, wenn wir 2 geschafft haben, vielleicht sogar 3, dann sind wir gut gefahren. Jetzt warten wir mal, dass sie das Rathaus öffnet. Dann wollen wir da mal reinstürmen. Dann hören wir mal, was der Geld für uns hat. Thanks for coming. I've been real busy lately trying to figure out who the town thief is. Yes, haven't you heard? Someone has been stealing from our folks for the last couple of weeks now. Arlo has been heading the investigation, but it's strange. He's not stealing anything essential, just random trinkets. Also, es wurde was geklaut. Der Arlo ist da schon am ermitteln. Anyway, enough about the thief. I asked you to come because I want to further develop the cave on Amber Island. That cave used to lead to a ruin, but due to an accident, the entrance was closed. This was some 40 years ago. Since then, there's been various rumors of it being haunted, which is nonsense. So, also wir sollen auf der Amber Island, das ist die Insel, wo die Brücke gebaut haben, die Höhle. But leiden. I think it's about time we used it in our favor. The haunted cave of Portia. Got a nice ring to it, doesn't it? There used to be a power generator in there somewhere. I'm commissioning you to fix it up and give it some juice. Arlo tells me we'll need to install a removable battery. So go do that. Then I'll get one of the Hulu brothers to get that place running. Ha! This will be a fine tourist attraction. Also jetzt erzählt er, dass in den Ruinen ein Generator steht, den wir reparieren können, sollen, tun. Da brauchen wir eine Batterie für. Also wieder eine neue Mission. Und ein neues Diagramm haben wir dafür bekommen. Wir müssen mal ins Handwerkbuch reingucken. Aber das spielt ja eh erstmal keine Rolle. Wir müssen das DD fertig kriegen. Gucken wir mal trotzdem rein. Da ist sie. Power Stone. Brauchen wir gar nicht so viel Zeug für. Spring. Smelt with the Furnace. Das ist klar. Marble brauchen wir. Okay. Gut. Aber wie gesagt, heute erstmal DD. Die Reifen müssen wir noch machen. 4 Stück. So. Da ist unsere neue Workbench.
Und für die Missionsmap Planterbox, nee. Die Reifen wollen wir gucken. Wo sind die Reifen? Jetzt wird das Ganze hier natürlich schon sehr voll. Sind sie auch nicht drin, ne? Da sind sie. Rubber Tire. Bronzeware und Rubber Fruit brauchen wir. Rubber Fruit haben wir ohne Ende. Mal gucken, wo. So, und Bronzewaren will er von uns haben. Für den Reifen. So, 3 Stück brauchen wir. Confirm. Die kann man ja gerade installieren. 1, 2, 3. Und jetzt brauchen wir noch 2 Sitze, ne? Gucken mal. Die Engine brauchen wir noch. Driver Seat und Back Seat. So. So, wir brauchen einen Sitz. Und dafür brauchen wir 2 Boards und Leder. Wollen wir mal Leder herstellen. Mini-Flausch im Hintergrund ist wie immer lizenziert. Gerade nach Hause gekommen. So. Und Wooden Board. Ja, 2 Stück können wir noch machen. Dann müssen wir wieder auf Holzsuche gehen. Und dann gucken wir, was wir für diesen Doppelseat brauchen. Für diesen Backseat. Wenn wir den überhaupt bauen können. Sieht nicht so aus. Single Seat, Small Seat, Single Seat, Single Seat, achso, der Single Seat müssen wir 2-mal herstellen. Okay, da müssen wir jetzt sofort mal losgehen und Bäume organisieren. Brauchen wir nochmal 16 Stück. Und Leder brauchen wir noch, müssen wir herstellen. So, da haben wir schon mal 16. So, und dann hätte man sich mal merken sollen, woraus wir jetzt Leder gemacht haben. Aber ich glaube, das war das Zeug hier. Mal gucken. Leder wird hergestellt aus Flur und Fiber. Okay, also können wir da noch einen herstellen. Sehr schön. So, dann haben wir das schon mal. Und dann müssen wir die Engine haben. Die steht hier, glaube ich, nicht mit drin. Sieht schlecht aus. Ich weiß immer noch nicht, wo wir die Engine herkriegen. Grilla glaube ich eher nicht. Wo kriegen wir die Engine her? Gucken wir mal ins Handbuch. Small Engine. Steht da einfach. Vielleicht finden wir die in einer Ruine oder so. Wir können ja mal gucken, ob wir oben die Ruine den Mix mal klar machen, aber erst laufen wir mal hier runter. Ich suche hier immer irgendwas, damit ich die Sachen hier wegpacke, auszusehen. Laufen wir erstmal hier runter und dann gehen wir mal gucken, was er da unten in der Mine von uns will. Müssen wir noch ein paar Lamas umbringen. Weil die brauchen auch noch mal, geben auch noch Material. Na komm her. Wir müssen leveln. Und wir müssen ja die Garde von der Stadt auch noch besiegen. So viel zu tun. So, erzähl mal. Können wir also immer noch nicht rein. Dann können wir aber zumindest die Screens hier mal weiter besorgen.
sind die ganzen Luftballon-Dinger. Ah, was haben wir hier? Ein bisschen Gummi. Nee, Resin, also Harz. Kann man eigentlich irgendwo die Erfahrungspunkte sehen? Mal schauen. Ah, da sind sie. Okay, alles klar. Dann müssen wir noch das Problem mit den Fledermäusen lösen. Auch noch so eine Mission, die ansteht. Leicht überlastet hier. Rama Corporation. Ist hier noch einer? Nee, ne? Die Angel können wir auch mal bauen, dass wir endlich Fisch fangen können. Den werden wir bestimmt auch noch mal für die ein oder andere Mission brauchen. Da ist noch einer. So. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Screens wir jetzt schon haben. Mal gucken. 21 brauchen wir. 20 haben wir. Ist hier, fliegt hier noch irgendwo so ein Vieh? Da ist noch einer. Dann haben wir die Mission mit den Regenschirmen auch endlich erledigt. Und sogar noch ein Level aufgestiegen, sehr schön. So, da werden wir jetzt was tun, dass wir besser kämpfen können. Jetzt können wir ein bisschen länger laufen. Da steht eine Truhe, nehmen wir auch mit. Und ein Apfel. So, jetzt können wir die Spleens hier abgeben. Mal gucken, wo wir die hinbringen müssen. The Cave Umbrella. Ah, important. So, da sind sie. Die sollen zu irgendjemanden hin. Müssen wir mal schauen, wer uns die Dinger abnimmt. Ah, so viel zu tun, so wenig Zeit. Das Poo können wir auch mal mitnehmen. Da brauchen wir für die Plant Boxes, die Ember ja haben will. Jetzt habe ich keinen Platz mehr im Inventory. Dann laufen wir hier mal in die Stadt. Da vorne ist das Fragezeichen. Der Sunwarder hat immer noch keinen Bock, Friseur zu sein. Damit müssen wir uns auch noch auseinandersetzen. Der Mars ist es. That was fast. I sell a lot of materials at my shop, so if you ever get tired of collecting, just buy them from me. Können wir hier vielleicht ein Engine kaufen? Nee, leider nicht. Aber die Upgrades. Cool, die kriegen wir da. Da habe ich aber einen, glaube ich, gefunden gehabt bei diesem komischen Rally-Ding. Du verkaufst Möbel, ne? Ja, genau. Also wir müssen gucken, wo wir so eine Engine herkriegen. Ich glaube, die werden wir im Research Center bauen können. Alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben.
kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht hoch. Wow. Dankeschön. Dankeschön. Braves Mini-Flauschig. Aber Apfel können wir wegpacken, das Brot packen wir weg. Glas brauchen wir hier auch nochmal. Können wir gerade mal reinhauen hier. Confirm. Dann Bronzebarren braucht Fuel. Das mit dem Fuel, das wird uns noch aus dem Link brechen. So, noch einmal Leder. Und dann sollten wir Hardwood Planks, haben wir hier hinten. Ich glaube noch nicht, dass wir damit hinkommen. Mal gucken. Dass wir wenigstens mal den ersten Sitz schon mal bauen. Doch, einen können wir schon. So, dann können wir den einbauen, dann gehen wir pennen und dann können wir das Dodo, wenn wir herausgefunden haben, wie das mit dem Motor funktioniert, eigentlich schon fast vollenden. Inventory. Wo ist der Reifen? Wo ist mein Reifen? Achso, ich habe einen Sitz gemacht, ne? Uah, Idiot. Da. Bauen wir eines Teil. Jetzt fehlt nur noch hinten und dann haben wir das erste DD fertig. Aber ich würde sagen, wir gehen pennen und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Nacht, Abend, Morgen, je nachdem wie ihr die Folge schaut. Und bis dahin von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.